Da steht es, bestimmte Integrale mittels Substitution berechnen. Typischer Fall des A-Teils in der Abiturprüfung. Sonst steht man dumm da, wenn man dann solche Aufgaben kriegt und sagt, ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich habe mir mal ein Beispiel rausgesucht und zwar, das wäre folgendes. Wir bestimmen mal das Integral von 5 bis 6 bloß, aber es wird sich ändern. Ihr werdet staunen, also von folgender Funktion, 2x minus 4dx. Dann müssen wir Folgendes machen. Wir müssen wieder substituieren. Das schreiben wir wieder, also unsere Festlegungen, die schreiben wir am besten rechts daneben, damit wir da klar gehen. U ist klar. Das ist 2x minus 4. Dann wissen wir ja, U' ist ja du durch dx. Demzufolge, wenn ich jetzt dx und du tausche, dann habe ich dx, ist demzufolge dann du durch u'. Aha, wenn wir u' brauchen, schreiben wir u' gleich noch darunter. Das ist in diesem Fall 2. Müsste eigentlich sichtbar sein. Jetzt müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Das Problem besteht darin, jetzt haben wir hier obere und untere Grenzen. Ich mache die mal rot, damit das auffällt. Und zwar sage ich hier, das ist u und o, aber das ist u auf x bezogen noch. Ist ja logisch. Ich habe hier auch ein Integral, was ich lösen will, ausrechnen will über dx. Bis dahin geht das. Wenn ich aber substituiere, brauche ich unbedingt die OU und UU-Werte sozusagen. UU, naja. So, das heißt also, jetzt müssen wir mal gucken und jetzt mal gemeinsam überlegen und jetzt machen wir mal. Ist ein guter Vorschlag, der funktioniert auch immer. Der wird aber bei bestimmteren, sagen wir, komplizierteren Integralen sehr viel Rechenaufwand verursachen. Und zwar, der Vorschlag kam eben aus der Schülerschaft, ich würde das ganze Ding wie ein unbestimmtes Integral mit Substitution einfach erledigen, dann wieder resubstituieren und dann mit den Grenzen arbeiten. Das geht, das können wir machen. Das können wir dann auch mal zur Probe machen. Aber das kann eben zu sehr viel Aufwand führen. Leichter ist, wenn ich diese obere und untere Grenze auf u beziehe. Und wie kann man das machen? Auf u beziehen. Also nochmal ein Tipp, da steht schon, u ist gleich. Hier. Darauf beziehen. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, hier, u ist gleich 2x minus 4. Wenn ich die untere Grenze 5 einsetze, habe ich 2 mal 5 ist 10. Minus 4 ist 6. Und wenn ich dann mein Integral mit Substitution hingeschrieben habe, dann kann ich mich auf ganz neue Grenzen einrichten. Gucken wir uns mal UO ein. Oder eigentlich müsste man es, wenn ihr das anders schreibt, geht es auch. Man kann sagen, das war die untere Grenze von U. Und jetzt habe ich hier nicht viel getauscht. Und jetzt kommt die obere Grenze bezogen auf U. So könnte man es besser machen. Hier habe ich es auch UX und OX bezeichnet. OU ist genauso leicht. Ich sage, warte mal, die obere Grenze auf X bezogen heißt 6. 2 mal 6 ist 12, minus 4 ist 8. Logisch? Ich hoffe. So, und jetzt müssten wir eigentlich alle Voraussetzungen haben. Das ist hier, wie gesagt, bei diesem einfachen Ding ist das mit Kanonen nach Spatzen geballert. Aber jetzt können wir, wenn wir diese Substitutionsmethode auch komplett durchziehen, also ganz konsequent durchziehen, dann können wir auch später schlimmere Sachen ausrechnen und sagen, na und, dann brauchen wir nicht hin und her zu rechnen und vor allem, wir rechnen uns keinen Wolf, denn das kann später passieren. Gucken wir mal, was passiert. Jetzt schreiben wir unser neues Integral hin. Auf u bezogen heißt das, jetzt muss ich die untere Grenze als 6 nehmen und die obere Grenze als 8. Und jetzt kommt 5, schreibe ich ab, ist klar, da hat sich ja nichts geändert und 2x minus 4 ist u. Mal, und jetzt aufpassen, dx muss ich ersetzen durch du durch u' und u' ist aber 2, also du halbe. Und jetzt kann ich weitermachen. Genau, jetzt haben wir hier eine kleine Klippe zu umschiffen. Ne? Wir wissen ja, wenn ich das jetzt versuche, das u zu integrieren, ist bloß mal hier nebenbei, u hoch minus 1, 5 durch u, also 5 mal u hoch minus 1 steht ja da. Und wenn ich sage, ich erhöhe den Exponenten um 1, dann würde da stehen dann u hoch 0 und ich muss durch 0 teilen. Also das geht nicht, deswegen merken wir uns das. Es ist in diesem Fall ln von u. Also, jetzt ist es leicht, jetzt sagen wir gut. Das ist demzufolge, jetzt können wir schon eckige Klammern schreiben, 5
Und die halbe nehme ich gleich zusammen. Ich darf die 5 halbe übrigens auch hier hinschreiben. Ich kann sagen, okay, dann schreibe ich die 5 halbe hier davor. Das geht. Das ist jetzt Schnuppe. 5 halbe. So, und jetzt. Was machen wir aus U'? Da machen wir LNU draus. Ne? Einfach LNU. Und das alles in den entsprechenden Grenzen von 6 bis 8. Wie kriegen wir das jetzt weiter aufgetrieselt? Jetzt richtig echt hingeschrieben ist das. Der erste Kram, 5 halbe. Und jetzt müssen wir einsetzen. Jetzt können wir nämlich U unten einsetzen von LN 6. Das war die erste Geschichte. Und jetzt kommt die zweite Geschichte. Ich rate immer wegen der vielen Minuszeichen, die eventuell auftreten könnten, dass man das lieber mit Klammern schreibt. Dann kann auch nichts passieren. Dann schreibe ich, okay, und jetzt 5 halbe. Ich hätte auch die 5 halbe, wie gesagt, alles nach vorne ziehen können. Dann hätte ich alles nochmal 5 halbe nehmen müssen. Und 5 halbe LN 8. Jetzt setze ich statt U die 8 ein. Als wenn ich mit X arbeite, ne? Peng. Und schwupp. Wie können wir das noch ein bisschen besser vereinfachen, diesen ganzen Ausdruck? Machen wir hier weiter an der Stelle. Wie kann man es vereinfachen? Mal zur Erinnerung. Wir müssen uns mal ein bisschen an Logarithmengesetze nochmal erinnern. Wenn ich geschrieben habe, ich möchte den 10er Logarithmus, ich schreibe jetzt extra mal nicht LG, sondern Logarithmus zur Basis 10 von, was weiß ich, von 550 haben. Gut, ich kann das kürzen vorher, dann habe ich hier, was stehen, eine 10, ne? Also das müsste dann genauso sein wie der 10er Logarithmus von hier, das gekürzt 500 durch 50 ist 10. Und der ist nun mal, weil hier oben eine 1 steht, ist der 1. Also da muss 1 rauskommen. Aber erinnert euch bitte, das ist genauso wie der 10er Logarithmus von 500 minus den 10er Logarithmus von 50. Ich ziehe also die Logarithmen einfach voneinander ab. Die Logarithmen, die ich hier rausbekomme, die ziehe ich einfach voneinander ab. Und das können wir hier oben gleich anwenden. Wer Taschenrechner da hat, tippt das mal schnell ein. Haben wir jetzt mal eingetippt. Das stimmt wirklich. Wir haben die beiden Logarithmen extra ausgerechnet. Hier kommt was raus. Und das ziehen wir voneinander ab und dann erhalten wir 1. Also es klappt genauso. Hier habe ich es deswegen mal so gewählt, damit es ein bisschen blöd aussieht und damit wir auch mal ein bisschen blöd um die Ecke rechnen müssen. Also daran müssen wir uns erinnern. Nochmal. Das hier ist gleich dem hier. Und jetzt verwandeln wir mal das analog hier oben wieder zurück. Ich habe hier 5 halbe ist bloß ein Faktor. LN 6 minus LN 8. Was müssen wir machen? Wie müssen wir das schreiben? Das ist praktisch das lange Ding. Mit den 5 halben müssen wir uns nicht weiter beschäftigen. Wir könnten zum Beispiel hier schreiben, bloß mal ein Beispiel, ausklammern, 5 halbe und dann mal LN 6 minus LN 8. Und wie schreiben wir diesen Ausdruck hier? Wie schreiben wir den am besten? Als LN von 6 Achtel. Ne? 5 halbe mal Logarithmus Naturalis von 6 Achtel, beziehungsweise, das kann ich ja kürzen, das ist 3 Viertel. Das ist also 5 halbe mal und dann ein eingetippter Logarithmus Naturalis von 3 Viertel. Das wäre das, was rauskommt bei diesem komischen Ding hier. Also das ist 5 halbe mal ln von 0,75, könnte ich auch schreiben, ne? Also 3 Viertel. Das ist unser Ergebnis. Ich mache das mal nochmal, ich kennzeichne das nochmal hier. Das ist es dann hier. Das ist das Ergebnis. Okay, lasst uns das nochmal kurz bequatschen in der Zeit. Jetzt bei der Zusammenfassung. Die Schüler haben es gemerkt, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe die obere und untere Grenze vertauscht, ich Trottel. Aber das war nicht Absicht jetzt. Ich gebe also zu, ich habe Mist gemacht. Ich tausche mal die Zahlen schnell aus. Ist nicht weiter schlimm. Also machen wir hier eine 8 draus und hier eine 6. Obwohl, und dann wäre das hier eine 4 und das hier eine 3. Eine 4, eine 3. Mir ist noch gerade aufgefallen, ich wollte hier nochmal unterstreichen. Hier, das war das. So, und hier dementsprechend auch. Also nochmal schnell austauschen, 4 und 3. Inwiefern wäre das aber hier überhaupt nicht schlimm, wenn mir so ein Kunstfehler passiert wäre? Was hätte ich dann schreiben müssen,
Wenn ich es später merke und sage, oh nee, jetzt habe ich zwei DIN A4 Seiten vollgeschrieben, das mache ich nicht mehr, das ändere ich nicht mehr. Was könnte ich dann, wie könnte ich diesen Fehler heilen? Jawohl, genau so ist es. Dann wäre das nur das negative Ergebnis. Da müsste ich also ein Minus vor das Ergebnis schreiben. Wenn ich hier drei Viertel hinschreibe und fünf halbe und den ganzen Kram hier oben, hätte ich hier ein Minus hinschreiben müssen. Das war jetzt mein Fehler, tut mir leid, ich bitte um Verzeihung und so weiter. Und so, das ganze Ding, jetzt üben wir mal eine Aufgabe, da habe ich mir auch wieder eine rausgesucht, die ist ganz nett. Und zwar nennen wir die, wir möchten das Integral von 0 bis 3 ermitteln. Es bleibt nicht bei 0, sage ich gleich, bei der unteren Grenze. Von 4 minus x in Klammern zum Quadrat mal dx. Bitte nochmal 8 geben, da steht minus x, ne? Aufpassen. Jetzt nicht beirren lassen. Nicht beirren lassen meine ich Folgendes, und zwar, hier ist das Integral. Ich fange ja erstmal wieder mit meiner üblichen Ersetzungsarbeit an und diese ganzen Erkenntnisse, das bis hier in eckigen Klammern, bevor ich an die Grenzen rangehe. Und Achtung, hier steht minus x, demzufolge ist die Ableitung davon minus 1. Demzufolge ist dx gleich du durch minus 1. Leute, gewöhnt euch mal an, Minuszahlen in Klammern zu schreiben. Einfach grundsätzlich. Und wenn sie noch so einfach irgendwie dastehen und eigentlich keine Klammer bräuchten. Aber ganz schnell vergisst man das Minus und dann ist Mist. So, dann habe ich die obere Grenze auf u bezogen ausgerechnet, indem ich einfach die Formel geschnappt habe. 4 minus, und jetzt muss ich die obere Grenze original angucken, 3. 4 minus 3 ist 1. Die untere Grenze 4 minus 0, hier ist die 0, ist dann 4. Und jetzt kann ich losschreiben. Ich habe das extra nochmal farblich gekennzeichnet. Jetzt habe ich neue obere Grenzen. Und jetzt nicht verrückt machen lassen, die obere Grenze ist kleiner als die untere. Na und? Wenn ich jetzt ganz eisekalt bin und so weitermache, den üblichen Mist, das kann man dann zu Hause dann nochmal nachvollziehen. Hier ne, darauf achten, hier entsteht noch eine minus 1 hier oben, weil es hier eine minus 2 war. Die gehört natürlich nochmal unter den Bruchstrich. Minus mal Minus ergibt Plus. Dann entsprechend vereinfacht 2 durch u Grenzen und jetzt ruhig so ausrechnen. Lustigerweise kommt 3 halbe raus. Wenn ich mir jetzt diese Erkenntnisse nochmal klar mache, die ich vorhin nochmal gewonnen hatte, dass ich hier eigentlich die Grenzen vertauscht hatte, ich Trottel, und dann nur ein Minuszeichen davor machen muss, dann empfiehlt so mancher auch in der Literatur, dass man, wenn man so einen Schreck kriegt über die Grenzen vertauscht und grundsätzlich hier ein Minus davor schreibt. Ich halte das nicht für unbedingt notwendig, wenn man eisekalt bleibt und durchzieht und rechnet. Aber das machen wir jetzt mal. Macht mal ab hier. Vertauscht mal die oberen Grenzen und also richtig 1 und 4 vertauschen. Dann ganz, na warte mal, nee, das, hier, nee. Ab hier. Vertauscht mal die oberen Grenzen und malt ein Minus davor. Macht das mal ganz schnell. Also wenn man das macht, ich rate nicht zum Vertauschen der Grenzen, weil, guckt euch das mal an, wenn ich diesen Ausdruck hier hinten so hier hinschreibe, dann muss ich, Achtung, das macht man nämlich gerne mal nicht, deshalb habe ich die blauen Klammern nochmal extra hingeschrieben, dann muss ich Folgendes machen, dann muss ich hier minus mal runde Klammer oder geschweifte Klammer um den ganzen Mist hier nochmal machen. Und habe dann noch mehr Schreibarbeit, damit ich zum Schluss wieder Minus mal Minus ergibt Plus, Minus mal Minus, dann komme ich wieder auf 3 halbe. Finde ich nicht gut. So, noch ein Übungsbeispiel für zu Hause. Wenn man das nachvollzieht hier, das immer wieder macht, schön eiskalt so durchzieht, dann kann man auch schlimmere Sachen machen. Und deswegen nehmen wir jetzt mal das Integral von Minus 1 bis Plus 1 über folgenden Ausdruck, 3 durch 3 plus x in Klammern hoch 3 mal dx. Und jetzt, schöne Aufgabe zum Üben, einfach machen, Video zu Hause anhalten, selber schreiben, macht schlau und hinterher vergleichen. Das Ganze nennt sich einfache Substitution. Einfach, nicht weil es so billig ist, sondern weil hier oben noch kein x zu finden ist. Da wir jetzt genug Zeit haben, schließe ich das Video mal ab und wir gehen mal in die erweiterte Substitution. Jetzt hört sich das so gefährlich an. Die ist genauso leicht.